Herzlich willkommen zu Die Filmanalyse, heute mit der Komödie Der perfekte Ex von Mark Mylod. Wieder eine junge Frau, die ihren Traummann sucht und die nicht alleine auf die dämliche Hochzeit ihrer Schwester gehen will. Wieder eine Frau, deren Freundinnen alle vergeben sind und wieder eine Frau, die keine Lust mehr auf Affären mit irgendwelchen Freaks hat. Ja, Der perfekte Ex ist wieder einer dieser Filme. Eine solche Handlungsstruktur findet sich in Hunderten von Machwerken. Es scheint so, als müssten die Drehbuchautoren nur einen Bauplan ausführen. Frei gestalten dürfen sie nur die Verzierungen. Das erinnert an uralte Theatertraditionen. Man denke an das Volks- und Bauerntheater oder sogar an die Passionsspiele. Das Leiden Christi immer wieder neu erzählt. Entscheidend ist die Ausschmückung. Und die ist bei Der perfekte Ex amüsant. Die mit komischem Talent begnadete Anna Faris spielt die blonde Hauptfigur, die durch Zufall in einer Frauenzeitschrift eine merkwürdige Statistik liest. Eine Durchschnittsfrau hat in ihrem Leben mit 10,5 Männern Sex. Anna Faris findet das wenig, ihre Freundinnen sehen das anders. Außerdem besagt die Statistik, eine Frau, die mit mehr als 20 Männern geschlafen hat, wird nie den richtigen finden und niemals glücklich werden. Doch Anna Faris hat bereits die Marke 20 erreicht. Um die Unglücksgrenze nicht zu überschreiten, will sie nun ihre Ex-Freunde und Ex-Affären aufsuchen. Vielleicht klappt's ja doch mit einem. Ihr gut aussehender Nachbar, gespielt von Chris Evans, der sich mit seinen Frauengeschichten schon im dreistelligen Bereich befindet, hilft ihr bei der Recherche. Wenn er nicht mal die Nummer 21 wird. Möglicherweise sollten wir die Komödie einmal ernst nehmen. Die Idee mit der Statistik 10,5 Männer im Leben, mehr als 20 bringen Unglück und so weiter, ist gar nicht so verrückt, wie sie scheint. Es gibt kein Lifestyle-Magazin, welches nicht mit solch absurden Studien, Umfragen und Tipps zum richtigen Leben aufwartet. Waren diese Regeln sonst für Hör-zu-Leserinnen neben den Kochrezepten und den Horoskopen platziert oder ließen sich Pubertierende von Dr. Sommer aufklären, so werden heute alle erwachsene Frauen und Männer mit diesen Lebenshilfen malträtiert. Diese Betreuung der Leserschaft, was das Sex- und Liebesleben angeht, beginnt naturgemäß mit der Bravo, führt über die Neon, die Nido, bis hin zum Stern, über Spiegel, Fokus Zeit hin zur Vogue, LGQ, FHM, Cosmopolitan, bis am Ende die Apothekenumschau steht. Die Ratschläge werden dankbar angenommen. Es ist interessant, ganze Generationen, die den Katechismus der katholischen oder evangelischen Kirche nicht mal mit der Kneifzange anfassen würden, die jede moralische Autorität arrogant ablehnen, verfallen illustren Ratgebern für 3,50 Euro. Wie Anna Faris in ihrem Film Der perfekte Ex nehmen angeblich die Leser diese Tipps nicht so ernst. Sicher, niemand hält sich orthodox an die Sexregeln der Cosmopolitan, aber kaum jemand hatte früher den gesamten Katechismus vollständig internalisiert. Anna Faris neigt in unserer Komödie zwar zu einer gewissen Orthodoxie, doch macht sie sich auch über ihr Verhalten lustig. Aber etwas könnte ja schließlich dran sein. Ihr Verhalten könnte man als agnostischen Theismus beschreiben. Ich weiß nicht, ob die 20-Männer-Regel stimmt oder nicht, aber irgendeine Regel wird es da schon geben. Das Kino greift diese Regelwut für das Intimleben gerne auf. In Deutschland begann damit der Film Soloalbum mit Matthias Schweighöfer und Nora Tschirner. Matthias Schweighöfer wurde darin von einer Frau verlassen und hat Liebeskummer. Der Film blendet nun alle paar Minuten Regeln zur Bewältigung ein. Die besagen Regel Nummer 1, Liebeskummer nicht zulassen. Regel Nummer 8, der Verzweiflung davonlaufen. Die Zeitschrift Neon, deren Motto lauten könnte, erwachsen werde ich später, liefert monatlich solche Tipps. In der aktuellen März-Ausgabe sind es 14 Regeln, um dein Sexleben als Single anständig zu genießen. Sollte man jedoch sein Sexleben anständig genossen haben und war dabei aber dummerweise noch in einer Beziehung, hilft auch da die Neon gerne weiter. Fremdgegangen, was zu tun ist, nachdem man richtig großen Mist gebaut hat. Man pflegt heute einen ironischen Umgang mit Regeln, doch genau das macht die so wirksam.
In einer transzendental obdachlosen Gesellschaft herrscht das hier schon einmal beschriebene Prinzip «Je sais bien, mais quand même». Ich weiß zwar sehr gut, aber trotzdem. Anna Faris verhält sich so im Film. Sie weiß natürlich, dass diese 20-Männer-Grenze Blödsinn ist. Aber sie hält sich trotzdem daran. Und auch das Drehbuch spielt zwar durch die Figur des netten Nachbarn Chris Evans, der potenziellen Nummer 21, mit der Außerkraftsetzung der Regel, beugt sich ihr aber in der letzten Minute des Films. Da es, wie gesagt, nicht wirklich um den Plot, sondern um die Art der Gestaltung geht, verrate ich nicht zu viel, wenn Anna Faris und Chris Evans selbstverständlich ein Paar werden. Doch hat sie sich vertan. Mit einem der Verflossenen hatte sie nämlich nie Sex. Chris Evans ist die Nummer 20. Die Regeln der Illustrierten und des Kinos sind ein Zeichen für die Dialektik der Aufklärung. Gerade da, wo scheinbar die Vernunft regiert, schleicht sich der Aberglauben wieder ein. In seiner bis heute bahnbrechenden Studie mit dem Titel »Heidnisch-antike Weissagung in Wort und Bild zu Luthers Zeiten« geht der Kunsthistoriker Abi Warburg der Frage nach, wie die Reformatoren an Luthers Seite zum Aberglauben standen. Der sonst nüchterne Reformator Melanchthon versuchte tatsächlich Luthers Geburtsdatum in ein Jahr mit einer besonderen Planetenkonstellation zu verlegen. Gerade die Männer, die in Deutschland den Kampf für geistige Befreiung vorantrieben und das christliche Heidentum in Rom mit aller Leidenschaft bekämpften, gerade sie waren dennoch Opfer des alten heidnischen Glaubens, fasst Ernst Gombrich die Ergebnisse der Studie zusammen. Anna Faris und die illustrierten Leser sind auch Opfer ihres heidnischen Glaubens und die Opfer ihrer selbst. Die Liebeserklärung von Anna Faris an Chris Evans lautet: Ich bin nur glücklich, wenn ich ganz ich selbst sein darf. Und ich bin nur ganz ich selbst, wenn ich bei dir bin. Das klingt eher wie eine Liebeserklärung an die eigene Person, auch wenn das Happy End nicht danach aussieht. Doch wir schauen nur, aber wir sehen nicht.